Okay, können wir mitnehmen. Sehr gut. Haben wir sonst noch was? Wir haben hier diesen Signallampendeckel. Nehmen wir mit. Vielleicht. Okay, da ist eine rote Signallampe drin. Das ist gut. Wir hauen mal unsere rein, vielleicht. Ich weiß nicht. Okay. Ja. Ja, wieso nicht? Alle Signale stehen auf Los. Warum bin ich überhaupt noch hier? Ach so, okay, so kann man es auch sehen. Sonst ist doch der Horizont. Bis zum Horizont, Tetanus glänzt. Es wird Zeit. Der gleiche Horizont wie eben. Junge, Junge, ist das dunkel. Zum Glück beherrsche ich die hohe Kunst der Sonarortung. Ich muss nur hören, wie die Schallwellen von den Wänden abprallen. Und zack, sehe ich wie eine Fledermaus. Au, hier ist eine Wand, ganz eindeutig. Ah, Licht, endlich. Hä? Die Dunkelheit muss die Schallwellen verzerren. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ja. Ich frage mich, wieso ich nicht das hier einschalten kann. Das ist doch bestimmt dafür da. Oder nicht? Na egal, wir gehen mal zurück. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte. Erstmal hier. Dann wollen wir mal. Bauen wir den avialen Strom um, Kira. Upsi, immer das gleiche mit diesen Ravioli umdrehern. Hoffentlich ist er noch heil. Ja, mal schauen. Wo ist das Ding hin? Ah, da. Und da. Und da. Und hier ist noch ein Teil, das sieht genauso aus. Verdammt, was gehört denn jetzt dazu und was nicht? Oh, jetzt sind die Tipps sehr gefragt, die ich da hatte. Konischer Korpus, sphärischer Korpus, kubischer Korpus. Gut, ihr könnt die Tipps hier holen, Gott sei Dank. Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Aha, kobaltfarbenes Flansch, Klemmspeiche. Was? Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Klemmmuffe? Schraubmuffe an einen sphärischen. Aber nie eine Klemmmuffe. Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Aber niemals eine Klemm an einen kubischen. Man kann, also muss nicht. Das heißt, der kubische ist der einzige, der keine Klemm... Ach, na warte. Das so. Keine Klemmmuffe an einen kubischen, aber eine Steckmuffe kann man vielleicht. Ich weiß nicht mal, was eine Muffe ist, aber... Jojo. Solange der Mowe-Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mowe-Flansch geben. Mofarbener Flansch vielleicht? Solange der Mowe-Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mowe-Flansch. Ja, müsste stimmen. Ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein binausaler. Was ist denn da? Vier Speichen, Schrauben. Zwei Speichen, Klemmen. Vier Speichen, Schrauben. Schraubmuffe. Vier Speichen. Klemmen. Was? Ein Dorsal. Vier Speichen, Schrauben. Zwei Speichen, Klemmen. Ist das zwei Speichen? Das wäre eine Klemmmuffe. Und das hier wäre das hier. So einen Stromumkehrer baue ich doch im Schlaf. Ab ins Inventar damit. Ob ich noch einen zweiten zusammenbekomme? Du kriegst sogar drei zusammen.
Die Frage ist nur, was war nochmal? Eine Schraubmuffe an einen sphärischen, aber niemals eine Klemmmuffe. Solange der Mowe-Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mowe-Flansch geben. Kubischen. Ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen im Ritzel als ein Binausaler. Das ist also der dorsale. Solange der Mowe wird es auch nie einen avialen Strom. Vier Speichen, zwei Speichen. Vielleicht? Nicht schlecht, Rufus. Ich rate. Den dritten ich wette, der Doc hätte das nicht so. Okay, vielleicht Spassler. Vielleicht stimmt's. Ich weiß nicht. Ich habe einen avialen, ich habe einen dorsalen und einen binausaler. Okay, also ich muss auf jeden Fall den hier. Komm her, kriegst du hin. Und es hält. Ah, ich meine, natürlich hält es. Kinderspiel für einen Profi. Können wir nicht nochmal nachschauen, ob ich doch noch was ist? Ich habe einen Stromumkehrer verloren und drei gefunden. Ich sollte mir die Bilanz nicht ruinieren. Na gut. Wir haben das Minenbike. Moment. Natürlich, das Minenbike. Dann wollen wir mal. Wie ein Kätzchen. Mit Asthma. Ein cooles, explodierendes Asthma-Kätzchen. Gut, können wir hier hoch? Irgendwie. Wir können absteigen und losfahren, aber hier zurück ist keine Chance. Das heißt, wir fahren mal los. Und ab geht's. Yippie-yay! Ein Heben! Wow, was für eine Fahrt. Wo ich wohl gelandet bin? Hey, Moment mal. Das sieht hier genauso aus wie der Startpunkt. Nur, dass ich in die andere Richtung gucke. Sie müssen die Strecke symmetrisch angeordnet haben. Oder aber, ich bin im Kreis gefahren. Kann ich da losfahren? In diese Richtung? Okay, ich sehe schon. Nochmal. Ich will wissen, was in diesem Kasten war. Yippie! Oh, schon wieder der Hebel! Was ein Hebel? Den müssen wir uns irgendwie holen. Schalter. Was? Ach. Ich wusste, dass das passiert. Ach so, okay. Wieso nicht? Lappen. Ein dreckiger alter Lappen. Jeder ernstzunehmende Tüftler hat so einen. Nehme ich mit. Ein Lappen ist immer gut. Abgeschlossen. War klar. Nein, 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 nicht gehen. Wir haben hier einen Knopf. Und hier ist das Minenbike. Also erstmal den Knopf. Da steht, ich habe noch nicht genug Schrott geladen, um die Weichen zu verstellen. Halb so wild. Ohne Goal kann ich hier eh nicht weg. Ach so. Dann gehen wir zur Tunnelpassage. Denn jetzt müsste ja irgendwie das hier offen sein oder so. Hebel, Signallampe. Alle Signale stehen auf los. Warum bin ich überhaupt noch hier? Weiß ich nicht. Wie wär's mit dem Hebel? Oder den Knopf. Oha, es ist tatsächlich ein Geheimgang. Wohin der wohl führt? Ganz groß. Und wir haben jetzt da oben einfach mal auf Rot gestellt. Ich weiß nicht wieso, aber ist bestimmt wichtig. Hier brauchen wir den Hebel für die Weichen. Wir haben den Lappen und einen schmutzigen Spiegel. Dieser trockene Lappen verteilt den Dreck nur. Er muss kaputt sein. Ah. Er ist natürlich nicht kaputt. Aber wir müssen ja eh noch den Schnaps abwischen. Sauber. Jetzt habe ich einen Lappen mit Alkohol. Und? Müssen wir hinkriegen. Hallo. Kommst du öfter hierher? Gut, ich habe einen polierten Spiegel. Kann ich den Schnaps nochmal nehmen? Das jetzt? Ich kann mir keine Entscheidung. Also lass das bitte.
Okay, er will den Schnaps nicht nochmal haben. Willst du vielleicht ein Skelettbein? Mit einem unendlich langen Hebel und einem fixen Punkt könntest du... Ja, ja und so weiter. Natürlich. Ach so, ja, probieren was. Wer braucht schon Schrauben? Nicht solange ich noch zwei eigene gesunde Beine habe. Naja, vielleicht jeder. Ich habe aber einen Spiegel und Licht. Und der Tunnel ist dunkel. Spot auf unseren Freund, den Gleisarbeiter. Ach so, ich muss den Spiegel wahrscheinlich da anbringen. Dazu muss der aber runter. Dazu brauche ich einen Schraubenzieher. Und wieder bin ich dem Geheimen. Wir haben noch ein paar Stromumkehrer. Wir könnten die noch im Wagen einbauen, vielleicht. Wer weiß, ob das was macht. Aber wir gehen erstmal zurück. Weichen stellen nach oben zur Kurve. Wir haben zwar keine Sicherung gefunden, aber einen dorsalen Stromumkehrer. Na, wer weiß. Ich meine, es gab schon schlechtere Ideen. Hallo? Kann ich jetzt? Da. Ja, hau mal den hier rein. Sieht aus wie ein Würfel. Was? Oh oh. Nein. Puh, das hier will ich offenbar nicht umkehren. Nicht nochmal. Schwerkraftumwandler. So ist das, funktioniert das auch. Also. Der hier? Was? Oh oh. Nein. Puh, das hier. Nicht nochmal. Okay, ich brauche wahrscheinlich doch den anderen. Das heißt, ich muss nochmal zurück zum Bike. Und baue mal. Ich nehme mal den dorsalen. Wenn ich einen Stromumkehrer umkehre, fließt dann der Strom gerade? Eine interessante Theorie. Sobald ich mein Labor in... Kann ich das nicht mehr rausnehmen? Das wäre schade. Kann ich überhaupt irgendwas tun? Sieht nicht so danach aus. Ich kann ins Bike gehen und losfahren. Yippie! Oh, schon wieder der Hebel! Absteigen. So, dann vielleicht können wir es jetzt wegbauen. Nee, wir können es gar nicht wegmachen. Mist, ich hoffe, das war jetzt nicht schon fail. Ja, hier gibt's gar nichts mehr, das wir tun können. Die rote Lampe vielleicht. Nee. Dann gehen wir mal rüber zum Viadukt. Wir müssen das hier aufmachen. Dazu brauchen wir einen Schraubenzieher. Doc, kannst du uns behilflich... Kannst du uns helfen? Hallo! Ich hab da noch. Ich habe immer hier. Nee. Sehr selbst DIY. Ich muss dann mach es gut. Willst du vielleicht einen, keine Ahnung, dorsalen Stromumkehrer? Ein solider Stromumkehrer. Gute Arbeit, Rufus. Kinderspiel. Ja gut, vielleicht den anderen? Ein solider Kinderspiel. Ah, hab ich mir schon gedacht. Ich nehme nicht an, dass wenn ich den Stromumkehrer Jan bringe, dass jetzt das Licht irgendwie umkehrt. Das wäre eine verdrehte Logik. Deshalb sage ich mal nein. Aber wer weiß. Ran damit. Passt nicht. Ich muss dafür an den Sicherungskasten. Ja, da ist der Sicherungskasten. Vielleicht passt der? Ran damit. Passt nicht. Nun komme ich nicht an den Sicherungskasten. Warte, ich habe das Skelettbein und das Bike. Vielleicht kriege ich da was zusammen, womit ich den Hebel mitnehmen kann. Nicht solange ich noch. Aber ich muss irgendwie den Hebel mitnehmen.
Kann ich das so machen? Das habe ich schon mal probiert. Warte, ich habe vielleicht eine andere Idee. Und zwar heißt ja hier, dass es geht. Wenn ich jetzt hier rotes Licht wieder rein tue, müsste das Auto hier stehen bleiben? Kann das sein? Vielleicht? Ich weiß nicht. Heiß. Mist. Ich krieg's gar nicht mehr weg. Autsch. Okay, so viel dazu. Die Idee ist schon mal für nichts. Ich hab das Skelettbein. Kann ich ihm nicht den wieder anschlagen? Nein. Passt nicht. Und wieder bin ich dem Ich krieg die Wartungsklappe nicht auf. Und ich kann da nicht rein. Kann ich vielleicht nur so. Mal gucken, was passiert, wenn ich das da ranstecke. Schade. Vielleicht hier ran? Mal. Schade. Das ist wirklich schade. Ich dachte, es würde vielleicht klappen. Da könnte ich nämlich hier. Ich muss zur Kurve gehen. Dazu brauche ich einen Hebel. Oder eigentlich einen Schraubenzieher. Nur hier ist keiner. Und hier sieht es auch nicht danach aus. Ich könnte höchstens vielleicht mit dem Bein im Müll rum. Ach, warte. Das könnte klappen. Der tote Schaffner wird zum Weichenhebel. Welche Ironie. Mist. Passt nicht. Ich brauche doch den Hebel. Schade. Das wäre jetzt zu schön gewesen. Minenbike, Schrottkarren, Hebel. Gut, jetzt ist immerhin das Bike weg. Ohne mein Bike passiert da nicht. Habe ich mir schon gedacht. Schlüsselkasten. Vielleicht? Der Gleisarbeiter wollte offenbar nie wieder einen Fuß hier reinsetzen. Tja, da hätte er sich höher hängen müssen. Leider nicht. Nur so eine Die Idee. Die beiden sind nicht kompatibel. Weder praktisch noch konzeptionell. Hätte ja sein können. Okay, gut, was machen wir? Ich weiß nicht. Vielleicht. Weil hier ist nichts mehr, oder? Hier habe ich nichts übersehen. Trichter, Kranarm. Der Kran selbst. Nein. Oh, was steht da hinten? P. Bis zum Horizont. Es wird Zeit, dass ich. Leider nichts, was ich lesen kann. Okay, dann ins Bike. Und den Knopf drücken nach oben. Genau. Ist jetzt hier gut? Das Bike ist nicht schwer, aber Goal fehlt. Ja, das ist schade. Dann absteigen erstmal. Yep, alles klar. Nudelrezepte zu lesen ist kein Problem für mich. Ja, läuft. Schlüsselkarte, ich krieg keinen Schraubenzieher. Und ich habe nichts um. Schade. Den Hebel habe ich schon bedient. Na gut, ich würde sagen, ich mache hier eine Pause. Wir sehen uns wieder im nächsten Part von Let's Play Deponia. Bis zum nächsten Mal.